Hallo und herzlich willkommen bei die Rottens packen aus. Heute mit Chris. Und wenn Chris da ist, geht es meistens um Mystery Boxen. Wobei bei Mystery Boxen sind, erstmal eine kleine Erklärung, warum momentan keine Videos kommen. Das liegt einfach daran, dass Neva und ich gerade sehr gestresst sind im Praktikum. Unsere Ausbildung ist in den letzten Zügen und wir sind mitten im Praktikum und die Prüfungen stehen an und alles. Und darum haben wir gerade sehr, sehr, sehr viel Stress. Ja, aber der Stress endet in 8 Wochen. Und das Gute, in 8 Wochen arbeiten wir beide. Und das heißt auch für euch, dass wir uns mal richtig geile Mysteryboxen leisten können. Super. Echt super. Und dann vielleicht sogar ein paar mehr im Monat kommen. Wir machen das Unmögliche immer möglich. Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir das geschafft haben, ja! Wenn die Zeit zum Schneiden da ist. Und das ist auch enorm. Natürlich wollen wir trotzdem euch ein bisschen Content liefern. Und als wir unterwegs waren, letztes Wochenende, waren wir im GameStop. Und GameStop hat auch Mystery Boxen. Das wusste ich selber noch gar nicht. Wir haben die rumstehen sehen für 15 Euro. Und hier steht noch drauf, make someone happy and you will be happy too. Dumbo. Ja, eventuell ist da was von Dumbo oder Disney drin. Wir werden es mal rausfinden. Die Boxen, die waren alle so zwischen 11 und 15 Euro, das war jetzt wirklich die teuerste. Wir haben uns gedacht, wir gucken mal rein und schauen gemeinsam, ob das Schrott ist oder ob das schon was ist, wo wir ein bisschen Spaß damit haben können. Dumbo ist cool. Dumbo ist cool, Disney ist auch ganz cool. Gucken wir mal rein. Grüße gehen raus an den GameStop in Blauen. Ganz coole Dudes. Bud Spencer-Fan. Super. Ich bin Freigänger im Knast, weil ich einem Typen einen Knoten in der Wirbelsäule verpasst habe, weil er mich um mal einen Dollar beschissen hat. 15 Euro kann man vielleicht nicht so viel erwarten. Aber unseren Spaß werden wir schon damit haben, eventuell. So, erster Artikel. The Little Mermaid. One Piece, ein Stück. Also scheinbar kleine Figuren, ich drehe es mal um. Hier gibt es wohl so einen kleinen Vorschau an Figuren, die drin sind. Von Ariel, die Meerjungfrau. Kann mir mein Helfer ein Messer bringen? Dann würde ich das mal aufmachen. Finde. Es ist von Ariel, die Meerjungfrau. Habe ich damals sogar auch eine Zeit lang geguckt. Hier, Fabian zum Beispiel. Ich glaube, da hieß Fabian. Fabius, jetzt komm schon. Du weißt, dass ich nicht so schnell schwimmen kann. Und hier ist natürlich Ariel. Wie diese Krabbe hieß, das weiß ich nicht mehr. Oh. Das ist jetzt quasi eine Mystery Box in der Mystery Box. Richtig. Und die hieß, glaube ich, Ursula. Diese komische Meereshexe oder wie auch immer man die nennen will. Ich glaube, das war Ursula. Ursula, das ist nun deine Schuld, Ariel! Meine Kindheit ist schon sehr lange her. Das ist auch von Funko, also hier oben steht Klein Funko drauf. Also wollen wir mal so ein Funko-Figürchen kriegen. Einmal auf. Das ist wie bei Wish, man bekommt ein schwarz eingepacktes irgendwas. Das wird wohl in dem Brötchen sein. Wir werden es erfahren. Und rauskommt. Natürlich genau der, wo ich den Namen nicht mehr wusste. Wir haben unsere kleine Krabbe mit Stock. Ich glaube, der hatte in Ariel irgendwas Musikalisches. Darum auch dieser Stock. Es war, glaube ich, ein Dirigent von irgendwas. Sebastian. Sebastian hieß er. Genau. Um genau zu sein, Horatio Theolonius Ignatius Crustatius Sebastian. Genau, der hat immer ganz viele Namen gehabt. Sebastian, der Dirigent von irgendeinem Chor. Wir begrüßen unseren ehrenwerten Hofkomponisten Wolfgang Amadeus Krabenius Sebastian. Bei Ariel, die Meerjungfrau. Schön, setzen wir hier drauf. Der vorletzte Artikel ist ein bisschen schwerer. Das ist jetzt unser Dumbo-Artikel. Auf der Box stand ja Dumbo. Auf allen Boxen stand irgendwas anderes drauf. Auf einem stand Dumbo, auf dem anderen stand Crash Bandicoot stand zum Beispiel auf einem drauf. Da waren da wahrscheinlich Crash Bandicoot-Fanartikel drin. Hier geht es wahrscheinlich um Disney. Das ist schon der zweite Disney-Artikel. Machen wir das mal auf. Wir schauen mal rein. Ganz vorsichtig. Das war zu vorsichtig. Das sind wohl Dumbo-Untersetzer. Immer gut, wenn man mal Gäste hat, um sich einen wunderschönen Disney Plus Abend zu machen, dann kann man sagen, das Glas müsst ihr nicht auf den Tisch stellen, sondern man legt dann diese wunderschönen Dumbo-Untersetzer hin. Hier einmal mit dem Schriftzug Dumbo, rundherum fliegt da unser Elefant. Auf der Rückseite Kork.
Ja, guckt er ganz verschmitzt aus dem Zirkuszelt heraus. Da freut er sich, weil es endlich mal wieder Geld gab am Ende vom Monat. Er fliegt mit seiner Feder. Ach ja, er fliegt mit seiner Feder. Stimmt, ja, natürlich. Und was haben wir hier? Dumbo, the world only flying elephant. Aha, Kopf überlesen ist ganz schön schwer. Das sind also Dumbo, ja, Getränke, Aufsetzer, oder wie das heißt. Untersetzer. Untersetzer, nicht Aufsetzer. Schön, was Kleines, Fan-Merchandise. Warum denn nicht? Wenn man Dumbo-Fan ist oder Disney-Fan, ist das doch was Schönes. Zu guter Letzt, der letzte Artikel. Ebenfalls wieder Disney Pixar, Toy Story 4. Toy Story 4? Gab es nicht nur zwei Teile von Toy Story? Habe ich noch mal zwei verpasst? Drei und vier? Okay. Ich habe nicht einen einzigen davon gesehen. Ich habe auch nur den ersten gesehen. Also ich kenne eigentlich aus dem Universum nur beiden obersten Figuren hier. Das ist einmal hier der Hauptcharakter, aber fragt mich nicht, wie der heißt. Und hier dieser Astronaut. Den Namen weiß man eigentlich, aber mir fällt er gerade nicht ein. Der ist eigentlich auch recht bekannt. Den gibt es auch als Actionfigur riesengroß, genauso wie den Hauptcharakter. Woody, Sid und der Buzz. Buzz Lightyear, genau. Das ist der Astronaut Buzz Lightyear, glaube ich. Lightning oder Lightyear? Lightyear. Lightyear, genau. Aber wie die anderen jetzt heißen, frag mich. Da ist wohl ein Junge, der heißt Sid. Es gibt Aliens, es gibt Porzellinchen. Es gibt Rex. Es gibt auf jeden Fall einiges. Und hier unten steht wohl auch eine Zahl. Das könnte vielleicht die Wahrscheinlichkeit sein. Ne? So eine Wahrscheinlichkeit 1 von 6 ist der drin. Ich weiß es nicht. Ich hoffe aufs Küken. Wir schauen mal rein. Neva ist übrigens auch drin. Hier ist Neva. Erkennt ihr an dem verschmitzten Lächeln. Ist ja wahrscheinlich genauso eine Figur wie diese Meerjungfrau-Figur. Also hier unser, was kommt wir wieder, hieß schon wieder. Klaus Gustav. Sebastian. Und wir haben... Porzellinchen? Keine Ahnung, was ist das Porzellinchen? Wenn ihr wisst, wie sie heißt, dann könnt ihr es uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr euch ja ein bisschen im Toy Story-Universum aus. Es könnte Gabi Gabi sein oder Jessie. Was ist Jessie? Denkt ihr, das ist auch Jessie? Dann schreibt es in die Kommentare. Was mir schon negativ aufgefallen ist, also erstmal das Positive. Ich finde die Figur, die sieht eigentlich recht süß aus. Im Vergleich zu unserem Sebastian. Ja, Sebastian sieht eher aus, aber so sah auch wirklich aus dem Trickfilm, dass er schon mehrere Wochen keinen Schlaf mehr gesehen hat. Trotzdem niedlich, aber hier den finde ich von der Verarbeitung her eigentlich ganz cool. Sind auch schöne Highlights da, hier diese Rüschen oder was weiß ich, wie man das heißt. Ja, wie man das nennt, an den Klamotten. Auch von hinten, der Pferdeschwanz sieht schön aus. Die Schnalle hier vorne, die hat auch wirklich noch diesen Stier. Also das finde ich ganz cool. Was ich allerdings negativ finde, und dafür muss meine Kameramädchen mal hier hin. Er steht wunderbar, da gibt es kein Problem. Aber wenn ich jetzt mit unserer Jessie oder Gerda oder Magdalena oder wie auch immer sie heiß ankomme und will sie einfach nur hinstellen, dann steht die leider nicht. Dickkopf. Und ich muss sagen, für so einen Merchandise-Artikel, den ich mir ja vielleicht doch auch irgendwo in die Vitrine stellen möchte, zum Beispiel hier hinten, ja, da hätte ich schon gern, dass die auch steht. Also muss ich sagen, das ist für mich ein kleiner Minuspunkt. An und für sich sieht sie aber schön aus. Im Fazit sei gesagt, wir haben eine kleine GameStop-Box gehabt für 15 Euro. Da darfst du natürlich nichts Großartiges erwarten. Es sind wahrscheinlich ja auch ein paar, weiß ich nicht, ob es eher Werbeartikel sind oder sowas. Ich finde es ganz cool für 15 Euro, vor allem wenn man Disney-Fan ist. Finde ich das was Tolles. Ob man jetzt eine 15-Euro-Box im GameStop holt, wo man nicht weiß, was drin ist, oder ob man zum Beispiel 10 Euro draufschlägt und für 25 Euro sich eine Lootbox holt, das könnt ihr entscheiden. Ich bin wahrscheinlich eher so auf der Lootbox-Seite, weil ja dann doch auch ein bisschen mehr drin ist und so. Aber für den kleinen Spaß und vielleicht zum Geburtstag, wenn ihr jemanden habt, der begeistert ist von Mystery-Boxen und Geburtstag hat, dann kann man sowas ja mal für 10, 15 Euro der Person kaufen. Oder? Was meint ihr? Hattet ihr schon mal so eine GameStop-Box? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schaut unten mal in die Links rein. Folgt uns gerne mal auf Instagram oder Twitch oder wo auch immer wir unterwegs sind. Folgt einfach dem Geruch, dann werdet ihr mich finden. Und sonst würde ich sagen, nehmt es uns nicht übel, dass gerade ein bisschen weniger Videos kommen. Es kommen bald ganz viele an, hoffe ich. Also, wird schon mal lang. Viel Spaß, schönen Tag noch. Euer Chris Ron, eure Dirons. Adios, amigo.